Herzlich willkommen zur sechsten Vortragsveranstaltung von Pandemic Space, wie weiter mit Covid-19. Blaser-Architekten setzen den Schauraum B zum 13. Mal seit dem 2009 für die Besprechung zeitgenössischer Themen unter architektonischen Aspekten ein. Ich begrüße Sie heute zu einem Vortrag von Raphael Gilgen, dem Vitra-Trendscout, mit dem Titel «Das neue Gestern im Home und oder Office?». Fragezeichen. Zuerst ein paar Dinge zum Inhalt dieser Reihe. Die Pandemie begleitet uns ja auf allen Ebenen. Finanz, Klima, Demokratie, Ressourcenknappheit und so weiter. Die Fragilität der Welt, unsere individuelle Endlichkeit und die Nichtvorhersehbarkeit und Beeinflussbarkeit von Entwicklungen ist klar und stark spürbar. Es stehen viele Fragen zur Diskussion. Wie wirkt sich das all auf unseren Raum aus? Auf die Stadt, auf das Land, Nationalstaaten, Kontinente und so weiter. Welche Herausforderungen und Konsequenzen ergeben sich daraus für das zukünftige Bauen, für die Bildung zum Beispiel, für die Gesundheit, für die Arbeit, Freizeitkultur, Wohnen, aber auch den Städtebau? In der Gesprächsreihe testen wir auch neue und verschiedene Formate des Dialogs, der Vermittlung, des Austausches, der Lehre und des Lernens. Wie können wir verbindlich analog und digital Ideen austauschen? Wie können wir Orte und Räume des Dialoges in der Zukunft gestalten? Nun ganz kurz zu Raphael Gilgen mit dem coolsten Berufsbezeichnung neben dem Architektur, nämlich Trendscout, Zukunft der Arbeit. Der Raphael Gilgen war bereits einmal bei uns in der Reihe Workspace und hat uns über die neuen Konzepte der Arbeitswelt erzählt. Er reist eigentlich permanent um die Welt, war jetzt gegroundet natürlich auch in der letzten Zeit, aber hat sich trotzdem natürlich mit den Fragen befasst, wie wir arbeiten, wie wir wohnen. Auch Vitra, wo er eben Trendscout ist, hat ja sich diese Frage gestellt, inwiefern man eben das Wohnen und das Arbeiten verbindet und wie da die Bewegungen sich entwickelt werden. Er ist sozusagen auf der Suche nach dem Quellcode der Arbeitswelt, aber auch, denke ich, der Wohnwelt und überhaupt der Welt. Die Erkenntnisse und Erfahrungen teilt er eben sehr offen heute mit uns, was mich sehr freut. In dem Sinn herzlich willkommen, Raphael, und wir freuen uns auf deine Ausführungen. Ja, schönen Dank auch. Herzlich willkommen von meiner Seite. Übrigens, was für ein wunderbarer Satz. Die individuelle Endlichkeit, also das wird mich nachher noch beschäftigen, herauszufinden, was das bedeutet. Gut, meinen Namen habt ihr schon, wir haben heute eine neue Technik, ich wisch nämlich einfach und dann kommt die nächste Folie. Ich lebe dort, oder da bin ich auch gerade, wo dieser Punkt ist, und dieser Punkt, einmal genau, ich lebe ja auf einem kleinen Hof, mein privates Leben ist ja so ganz gegensätzlich, ich wohne sehr zurückgezogen, was ich ja schätze. Wir versorgen uns selber mit Strom, mit warmem Wasser und ein zweiter, das ist unsere Firewall. Ja, die passen bei uns auf und so schaut es aus. Und wenn man am Land lebt, dann gibt es immer was zu tun. Auch das liebe ich. So die physische Arbeit, ein alter Rasenmäher, das ist 25 Jahre alt, Rasenmähertraktor, ein japanischer, aber hier lernt man wieder, so die Hammerzange anzufassen, um mal zu gucken, wie man es zerlegt, dass man es nachher wieder zusammenkriegt. Gut, dann jetzt mein Job bei Vitra. Wie beschreibe ich den am besten? Das ist meine Werkzeugkiste. Immer noch, vor der Pandemie natürlich ganz anders, ja, weil ich viel mehr gereist bin. Und meine Aufgabe bei Vitra ist es, zu verstehen, wie sich die Wissensarbeit in 5 oder 10 Jahren verändert. Also was ist das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit? Und damit man das besser positionieren kann, das nächste Bild zeigt euch, wie so meine Rolle ist. Die Menschen, zu denen ich spreche, wie heute zu euch, die Vitra-Kunden,
meine eigenen Kolleginnen und Kollegen oder Architekten. Ich beschreibe die immer als Piloten. Und das heißt, sie haben eine hohe Expertise in ihrem Fach, was auch immer die tun. Ich würde nie mal ins Steuer greifen. Meine Aufgabe ist es eher, über das Kreieren von Wetterkarten alternative Flugrouten aufzuzeigen, weil es gibt nicht die eine Zukunft, es gibt viele Zukünfte. Und der Spielraum, genau so Zukunft zu gestalten, ist wichtig. Deshalb würde ich mich dann eher so als der Wettermann beschreiben. Corona hat eins bewegt und das ist noch, hat noch gar nicht stattgefunden. Und vor uns liegt nämlich die größte Transformation der Wissensarbeit, die ein Ausmaß hat, so ähnlich wie damals in Manchester im Rahmen der industriellen Revolution oder auch im Ruhrgebiet in Deutschland mit dem Thema der Stein- und Braunkohle. Oder mit der Steinkohle und dem Stahl, Entschuldigung. Und das liegt jetzt der Wissensarbeit voraus. Und es beschäftigen sich so viele unterschiedliche Akteure mit dem Thema. Es gibt ganze Themenwochen, wie hier von der Zeit zu diesem Thema. Dann spielt es keine Rolle, in welchem Land. Die großen Volkswirtschaften haben das alle auf dem Radar, wie hier in Japan. Die drittgrößte Volkswirtschaft, die hier eine ganz andere Herausforderung hat. Dann beschäftigen sich sogar Designmagazine damit, mit der gleichen Fragestellung, wie verändert sich Arbeit? Oder ab und zu schreibe ich einen Gastbeitrag fürs Handelsblatt. Und wenn man bei mir aufs LinkedIn-Profil drauf geht, findet man unter Beiträge auch relativ viele aktuelle Podcast-Formate. Und die Stoßrichtung, sich diesem Thema der Veränderung durch Covid zu nähern, ist immer gleich. Es gibt eine kulturelle, es gibt eine technologische, eine gesellschaftliche und eine wirtschaftliche Betrachtung. Und diesen Zusammenhang macht es besonders wertvoll. Meine Geschichte will ich heute mal wie folgt anfangen mit diesem Bild. Das Bild war das letzte Cover vom New Yorker Magazin von diesem wunderbaren Illustrator. Und das Bild hat mich total traurig gemacht. Es lag vielleicht auch in der Weihnachtszeit. Das war das Dezember-Magazin im Jahr 2020. Und es ging ja dann im neuen Jahr so weiter. Aber für mich steht dieses Bild für sehr wahrscheinlich meine aktuell zumindest größte Zeitenwende in meinem Leben. Ich arbeite jetzt seit 35 Jahren, bin 52 Jahre alt und ich habe sowas noch nicht erlebt. Und das Interessante ist, dass wir auch lernen müssen, jetzt in dieser Situation im Ambulanten zu denken, also im Hier und Jetzt mit den Covid-Restriktionen, aber auch schon Zukunft zu gestalten. Das ist jetzt dieses Bild. Die Zeit hat ein ganzes Heft mal zu diesem Thema Arbeit gemacht. 130 Seiten aus einer Ich-Perspektive, also was bedeutet das für mich, für die Gesellschaft, was bedeutet das fürs Unternehmen, dass ich arbeite. Und das ist eher dann so die offensive Perspektive, die ins Gestalterische geht. Also das eine ist zu begreifen, was ist jetzt ambulant und was ist wirklich Zukunft zu gestalten. Und dieses Zukunft zu gestalten ist deshalb so ein wichtiges Momentum, weil es eine Zeit ist für eine Zäsur. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Das Unternehmen Bosch aus Deutschland hat in der High-Phase der Halbleiter, es gibt ja den großen Halbleitermangel, eine Halbleiterfabrik eröffnet im Osten von Deutschland. Und das wäre dasselbe, wenn euer Haus brennt und es klingelt an der Tür und da kommt mit einer Feuerversicherung. Aber das weiß man natürlich nicht vorher. Und Bosch hat diese Entscheidung sehr bewusst getroffen. 2018 hat man schon gebaut. Aber die Idee ist eigentlich, wie kann man als Unternehmung, egal was man jetzt tut, eigentlich immer vor dieser Welle sein. Da hat man überhaupt die Möglichkeit, das zu tun, dass man so wie bei Bosch jetzt so eine Punktlandung macht. Und übrigens jeder dritte Halbleiter aus Europa kommt demnächst aus dieser Fabrik. Aber wie könnte man sowas machen? Es fängt damit an, dass wir die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten, verändern. Also dass wir nicht nur oberflächlich reagieren, wie bei einem Tweet oder bei einem Instagram-Post, sondern dass wir einfach ganz genau hinschauen und verstehen, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Oberfläche unserer Wahrnehmung. Und da gibt es eine Methode zu. Es gibt einen klugen Kopf aus den Staaten, das ist John Hagel. Ich habe John kennengelernt im Jahr 2018. Er ist der Kopf vom Deloitte Think Tank Center for the Edge. Die haben Büros oder die haben die Think Tanks in Singapur, in San Francisco, in Brüssel und anderen Städten, relativ klein. Und die Methode, die der John beschreibt, ist Zooming in und Zooming out. Zooming in, das machen die meisten Firmen. Die meisten Firmen haben einen Betrachtungshorizont von einem Wirtschaftsjahr oder vielleicht von 18 Monaten, in denen die den Cashflow, die Produkte, die man verkaufen will, Umsätze, vielleicht Leute, die man
anheuern möchte, beschreiben. Aber John sagt, wir müssen auch eins lernen, in einem zeitlichen Horizont von 8 bis 10 Jahren zu denken, also beides zu tun. Auf der einen Seite sehr reduziert das Wirtschaftsjahr zu betrachten, auf der anderen Seite dieses echte Zoom-out zu machen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel hier für so ein gut gelungenes Zoom-out. Akio Toyota, eine Geschichte von letztem Jahr, eine meiner letzten Reisen führte mich in die USA und Akio sprach zu uns und sagte, wie cool wäre das eigentlich, wenn er eine Glaskugel hätte, wenn er wüsste, wann können Autos fliegen oder wann werden aus Autos Transformer, so wie in dem Film. Aber er meinte, das ist eine missverstandene Romantik. Und was Akio auch immer gemacht hat, er hat 2 Design Labs, also Research Labs, in Los Angeles und in Tokio und hat einen Zoom-out gemacht und sagte, die Zukunft von Toyota ist eine andere. Natürlich baut man noch Autos, aber was man auch machen wird, in diese 14 Aktionsfelder oder Zukunftstechnologien zu investieren. Und man ist bei Toyota von dieser Idee so überzeugt, dass man dafür jetzt nicht ein Bürogebäude baut oder einen Turm, sondern man baut hier am Fuße des Mount Fuji eine ganze Stadt. Die Toyota Woven City hat in etwa das Areal so groß wie die Hafen City in Hamburg. Das ist ein altes Gelände eines alten Toyota-Werks. Und man hat keinen geringeren Architekten dazu gefunden wie Bjarke Ingels. Und was jetzt interessant ist, wenn ihr gleich das Video seht und da mal reinlauscht, dann ist das eine Antwort, als ob man bei Toyota gewusst hätte, dass es mal eine Pandemie gibt und dass man vielleicht auch Städte und Orte anders denken muss. Und jetzt gibt es dazu mal einen kleinen Film. There are very few chances in one's life to work on a project of this scale and with this ambition. For an architect, you would like to find yourself involved in meaningful projects that make a difference. This was not just, we have some land available because we're moving some factories around. What should we do with it? No, no, it was much more deeply rooted in the vision of what kind of a company Toyota is and what kind of a company Toyota can become. Woven City has 3 principles, which is human-centered, living laboratory, and ever-evolving. The exciting aspect of living laboratory inside Woven City is that we could have an opportunity to accelerate new products and development, and maybe not just for Toyota. By inviting researchers and scientists into this living laboratory, we hope to be able to partner and learn what kinds of technologies can be practically deployed and also the kinds of technologies that people enjoy. Ihr könnt euch den Film mit anschauen. Wir machen an der Stelle mal weiter. Übrigens, die Grundsteinlegung war am 23. Februar diesen Jahres. Auch das hat viele Leute überrascht, dass Toyota diese Idee durchzieht. Im Kontext des Zooming Out und Zooming In, aber auch von Corona, geht es um eins auch, dass wir einfach Signale verstehen, dass wir unsere Umgebung ganz anders wahrnehmen und einfach vorbereitet sind auf die Dinge, und mit diesen Informationen Zukunft gestalten. Und ich habe ja dazu ein digitales Archiv mir angelegt vor 6 Jahren, überhaupt nicht mit dem Wissen, was man damit so alles machen kann. Da kann jeder von euch reingehen, wenn man einfach bei Google reintippt, Raphaels Flipboard, landet man in meiner Sammlung. Hier ist jeder Report, jedes White Paper drin, jeden Artikel, den ich gefunden habe, das meiste ist in Englisch. Mittlerweile fast, glaube ich, 3200 Geschichten. Aber was viel interessanter ist, dass da über 70.000 Mal schon drin geblättert wurde. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Und mir hilft genau dieses Archiv dabei, bei diesem Signale deuten, auch ein Zoom-out zu machen. Und ich habe dazu mal ein Beispiel mitgebracht. Die Idee ist eigentlich wie folgt, was Corona uns ja gezeigt hat, wie schwer es für uns ist, mit dem Unbekannten umzugehen. Also angenommen, das Leben ist eine mathematische Formel und dann haben wir einen Wert, den wir nicht kennen. Und der verändert alles. Und Corona war sehr wahrscheinlich so die größte Veränderung in unserer mathematischen Lebensformel, in der sehr individuellen, aber auch in der großen betrachtet. Und in dem Moment, wenn man mal anders auf die Sachen draufsteht, Signale deutet, kann man mit dieser Formel besser umgehen. Ein zweiter. Das ist mal so ein Blick in mein Archiv rein. Und links seht ihr einen Artikel aus der NZZ, und der Artikel geht über The Metaverse. Was ist passiert? Ein amerikanischer VC, Matthew Ball, ehemaliger Mitarbeiter von Amazon, hat einen sehr langes Essay verfasst zum Metaversum. Ganz einfach erklärt, das Metaversum ist die Idee des begehbaren Internets, also der virtuelle Raum, der
quasi ohne eine Einschränkung begangen werden kann und uns damit ganz andere Möglichkeiten gibt. Wie so in dem Film Ready Player One von Steven Spielberg von 2018. Das wäre so, ihr geht nicht mehr online shoppen auf eurer Oberfläche, sondern ihr geht vielleicht, sucht euch Klamotten aus wie abends und kauft die ein und geht danach virtuell sogar in den Club. Und jetzt kann man denken, ist das Zukunftsmusik? Was ich immer gerne mache, ist, ich kombiniere das Gelesene mit den Protagonisten. Und jetzt gibt es dazu ein Video, was wir mal gerade einspielen, was zu diesem Thema Metaverse ganz gut passt. Ein zweiter bitte. Genau. First colony established on Mars. Main Interesting. You have received an updated 3D model from the architects. There are two conflicts with the landscape design. Quick desktop. Okay. Activate Hyperform. Hyperform activated. Show me project 1280. Displaying project 1280. Project's content. Load the landscape file. Show me plot 3. Displaying plot 3. Now display 3D models. New model sent 1 minute ago. Ah, okay. All right, load. Highlight design conflicts. Displaying conflicts. Activate slice tool. Activate tree tool. Morning, Jordan. Good morning. Yeah, it wasn't too bad. It was just a couple of things. Hyperform. Activate real world scale. Activating. So, und hier stoppen wir mal das Video und gehen mal zur nächsten Folie. Der eine oder andere vielleicht kannte das schon von euch. Ein gemeinsames Projekt von UN Studio, von Big Architecture und Square aus London. Und hier geht es ja darum, dass man auf einmal als gestaltender Architekt ein ganz anderes Toolkit hat, was einem ermöglicht, andere Kontexte, komplexe Zusammenhänge darzustellen, eben nicht auf einer Excel oder auf 2-3 Monitoren. Aber was auch interessant war, dass man, die Ablage war ein Tisch. Also ich weiß nicht, wer es von euch bemerkt hat, dass man das wirklich auf so eine Art Tisch abgelegt hat. Und hier, das ist genau dieses Spiel mit den Signalen verstehen. Es gibt immer zu etwas in meinem Archiv einen Protagonisten. Und man kann jetzt eine Landkarte bauen, die uns auch dabei hilft, dieses Corona-Thema im Ambulanten wie in dem Gestalterischen besser zu wuppen. Wenn man mal einen Ausblick macht, also um die Gegenwart, also Tomorrow versus Yesterday kombiniert, dann muss man wissen, die vor uns liegende Welt der Wirtschaft basiert auf sogenannten Future Markets. Es gibt in Summe 20 Future Markets. Der größte ist die Green Economy, der zweitgrößte ist die Caring Economy. Und in diesen Future Markets hat natürlich auch Architektur Platz oder wir von Vitra. Die Future Markets basieren vor allen Dingen auf neuen Technologien. Und wir werden schon bald merken, dass wenn diese Technologien nicht bei euch in der Firma sind oder zu Hause, dass es die natürlich gibt. Und das sind diese Blindspots. Und was diese Technologien auch haben, eine enorme Kraft in der Transformation, auch eine enorme wirtschaftliche Power. Und das wiederum führt dazu, dass es ganz andere Aufgaben in Unternehmen gibt, die quasi heute an der Uni noch gar nicht unterrichtet werden, also wo die Vermittlung in der Firma stattfindet und dass es Aufgaben gibt, die es zukünftig nicht mehr gibt. Und was man jetzt eigentlich schon merkt, wenn man nur diese Future Markets, die Future Technologies und die Future Jobs betrachtet, dass der Status quo, der uns natürlich in diese Situation gebracht hat, die wir heute haben, überhaupt keine Option ist. Und wir müssen auch lernen, hier radikaler zu denken und die Dinge noch stärker zu hinterfragen. Jetzt weiter. Und dazu habe ich ein wunderbares Beispiel in diesem Homeoffice oder Office-Thematik gebracht. Weil aktuell reduzieren wir die Wirtschaft oder unser Leben auf eine zentrale Frage, die ist, wo arbeiten wir denn? Und dazu gibt es eine Grafik. Die Grafik hier von John Langer Saal, die war schon im Januar, zeigte dann, dass es Unternehmen gibt, die schon relativ früh gesagt haben, wir kommen alle zurück. Und die anderen haben gesagt, ganz rechts, nee, wir arbeiten nur noch remote, wir brauchen die Büros nicht mehr. Und der größte Teil ist natürlich irgendwo so in der Mitte. Und die Frage ist, ob man überhaupt das darauf reduzieren kann. Und auch jüngst erschien bei Hubble so ein gleiches Beispiel, Office First oder Remote First Strategy. Und in der Mitte die Unternehmen, die hybrid arbeiten wollen.
Und jetzt lade ich euch dazu ein, nur mal die Frage anders zu stellen. Und ihr werdet sehen, dass wenn man die Frage anders stellt, bekommt das Ergebnis eine andere Qualität. Und es fängt damit an auch, dass wir einfach dass man mal überlegt grundsätzlich, dass die Qualität unseres Lebens von der Qualität der Fragen abhängt, die wir haben. Ein zweiter. Und das sieht man hier. Hier wäre nämlich die Frage, was wäre eigentlich, wenn wir in einer Umgebung arbeiten könnten, wie auch immer die ist, die unsere Potenziale voll entfaltet oder die Teams dazu befähigt, Dinge zu tun, die man sonst nie hätte tun können. Und hier merkt man schon, hier löst sich mit der Frage der Bezug unserer Aktivität von einem konkreten Raum, sondern geht vielmehr in eine Qualität. Ein zweiter. Und Salesforce, das große amerikanische Unternehmen, die haben einen VP, Work from Anywhere, und der hat hier gesagt, jüngst so, dass wir das Unternehmen sich weniger über Gebäude identifizieren, sondern das Unternehmen sich über die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren, wo auch immer die sind, vor allen Dingen über das, was die leisten. Und hier merkt man schon, das ist, finde ich, eine Sollbruchstelle, die jetzt quasi Corona freigelegt hat und wo es erste Unternehmen gibt, die radikal in diese Richtung gehen, die natürlich nicht den physischen Ort überhaupt nicht mehr wählen oder sagen, es gibt kein Büro mehr, aber die einfach sagen, hey, was ist der beste Ort für die beste Arbeit, die wir haben? Und jetzt habe ich aus meinem Panorama, was der Christian vorher beschrieben hat, mal ein paar Themenkomplexe mitgebracht, die sehr gut in das Thema von heute passen. Das erste ist, das Panorama ist ja ein relativ großer Plot, auch den könnt ihr beim Christian anfordern. Der kriegt alle Dateien von mir. So ein 300 Meter großes Banner. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen vergrößert, dann sieht das so aus. Es gibt so 8 Themencluster. Ein Themencluster ist aber ein ganzer Themenkomplex, wo halt relativ viele Artikel und Informationen abgelegt sind. Und die Kombination der Themencluster führt zu neuen Kontexten. Und so gestaltet man dann im Prinzip die Arbeitsaufgabe. Die Themencluster seht ihr nochmal hier. Das sind die ersten 4. Und jetzt kommen nochmal die zweiten 4. Und ich habe für euch Folgendes ausgesucht. Die nächste Folie bitte. Das erste ist The Anywhere Ecosystem. Wir haben eins gelernt bei Corona. Wir haben auf einmal alle von zu Hause gearbeitet und siehe da, es geht. Das ist ein Teil der Wahrheit, den wir uns stellen müssen. Und der Christian Scheier von Adidas, der ist der Real Estate Chef, der sagte zu mir mal, Raphael, das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren. Das bedeutet, dass eigentlich jeder physische Ort um euch herum konkurriert, um das Büro oder um euer Homeoffice. Das heißt, wir können von zu Hause arbeiten und Menschen, die zu Hause keinen Platz haben, gehen in einen Coworking Space, der vielleicht irgendwo um die Ecke gerade entsteht. Und dann gibt es Städte, die ganze eigene Ökosysteme, wo man fußläufig fast in seinem Kiez oder Quartier, in seinem Viertel diese Orte findet, wo Firmen heute Flatrates zeichnen, dass man den Mitarbeiter die Möglichkeit hat, gibt, dahin zu gehen. Ein anderer Aspekt ist, es gibt ganz neu in Berlin Denizen. Was ist Denizen? Stellt euch vor, in einem Quartier in Zürich oder in dem Quartier in Basel gibt es eine Art Concierge. Also da hat dieses Unternehmen Denizen ein Clubhaus, so ähnlich wie die Idee von Mitra vom Club Office. Und dieses Clubhaus ist die Anlaufstelle für die gesamte Community in deinem Bezirk oder in deiner Nachbarschaft. Und wiederum, jeder Nachbar in der Nachbarschaft hat die Möglichkeit, seine Räumlichkeiten anzubieten, die aber alle von Denizen kuratiert sind. Das heißt, man hat sich die vorher angeschaut. Das ist ein bisschen so wie ein Airbnb mit einem Concierge als Arbeitsort. Also sowas gibt es, wo man dann auch arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich auch ganz neue Orte. In Paris von Jean Nouvel, vielleicht hat der ein oder andere schon den Entwurf gesehen, entsteht ein vertikales Dorf für 6.000 Menschen mit allem, was man sich in einem städtischen Bezirk vorstellen kann. Also alles das, was man heute an fürs Leben, fürs Lernen, fürs Arbeiten braucht, also auch mit dem ganzen Thema Freizeit 24/7, ist hier an einem Ort verbaut, lohnt sich wirklich, da mal tiefer reinzuschauen. Und das bedeutet, ich hatte mal irgendwann mal gesagt, the desk is dead, dann habe ich gesagt, the office is dead. Und Julia Erdmann hat das ergänzt, the city is the office. Ein großer Gewinner, glaube ich, ist jetzt, sind die urbanen Quartiere, sind die Städte, weil hier natürlich das beste Zusammenspiel dieser ganzen Möglichkeiten entsteht. Und das Zusammenspiel ist nämlich jetzt ein Ökosystem.
Es reicht nämlich nicht mehr, nur das Büro zu betrachten in dieser Fragestellung Leben und Arbeiten, sondern man hat auf einmal einen Fundus an Möglichkeiten, einen Fundus an physischen Orten, wo es ganz normal ist, die auszuwählen, also immer den besten Ort für die beste Arbeit zu finden oder auch halt das so mit den persönlichen Lebensumständen zu kombinieren. Work from anywhere bleibt. Das Größte, was hier drin steckt, ist die Freiheit. Es gibt viele Initiativen, Menschen zurückzuholen ins Büro. Menschen sind aber nicht wie Hunde, die man locken kann. Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann wie Katzen. Katzen sind sehr eigensinnig und viele Unternehmen machen jetzt hier die Erfahrung. Okay, also das ist jetzt mal so die große Landschaft. Jetzt würde ich mal gerne mit euch eins tiefer betrachten. Und das sind diese Headquarter oder die Verwaltungszentralen. Was passiert eigentlich mit denen? Und Folgendes dazu. Am Ende der 2010er Jahre stellen wir fest, oder mit Beginn der 2020er Jahre stellen wir fest, es gibt Arbeit, die wir zu Hause nicht einsperren können. Also es ist eigentlich egal, ob du so ein tolles Studio hast, wie ich es habe, oder wie hier so ein Techie, der diese riesen Monitore hat. Wir merken einfach, dass unser Zuhause für bestimmte Sachen einfach zu eng ist oder die Arbeit, die du einfach alleine machst. Und jetzt passiert eins. Firmen haben gerade diesen Gedankengang, wie bekomme ich denn die Mitarbeiter zurück? Also auf der einen Seite ist die große Frage, welche Angebote müsste ich eigentlich machen, damit die Menschen zurückkommen? Oder was passiert, wenn ich diese Angebote nicht schaffe? Und es wird schon eins offensichtlich, dass sich Muster freilegen. Um die Muster jetzt mal zu besprechen, würde ich gerne nochmal etwas anderes betrachten. Die Muster sind eigentlich wie folgt konditioniert. Es gibt Muster, das sind alte Muster wie Produktivität. Produktivität war schon vor Corona ein Thema, was mit dem Büro verbunden wurde. Es bleibt natürlich. Aber jetzt kommt ein neues Muster. Innovation und Inspiration. Damit meine ich nicht die Innovationsabteilung einer Firma, sondern damit meine ich alle. Die Erneuerung von Firmen oder die Arbeit am Fortschritt der eigenen Organisation ist die Aufgabe aller. Innovation und Inspiration lässt sich eben nicht zu Hause einsperren. Dazu braucht man das Kollektiv und dazu braucht man die Begegnung. Das nächste Thema ist das Thema der Zugehörigkeit, dieses Thema Belonging oder das Spüren des kulturellen Frameworks. Also die Körpersprache, das Gebäude ist natürlich die Körpersprache des Unternehmens und das wird viel bedeutsamer, sich zugehörig zu fühlen. Und das andere ist, Menschen möchten gerne verortet sein. Wir haben ja immer so gerne die Begrifflichkeit der Heimat. Es ist natürlich einfach, wenn man einen Vitra Campus hat und es ist selbstverständlich, dass das meine Heimat ist. Und jetzt heute findet doch das wunderschöne Sommerfest statt. Und das sind jetzt Muster, die bedeutsam sind für diese Orte, wenn man die jetzt zukünftig gestaltet. Und dazu eine Geschichte. In China, in Wuhan, entsteht das neue Headquarter von Alibaba. Mit 250.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, ein Riesenbrummer in meiner Sprache. Aber ich möchte weniger mit euch mal über das Gebäude sprechen von außen, sondern mal folgende Gedankengang. Stellt euch vor, das Gebäude ist Hardware und was innen drin stattfindet, ist Software. Also wir würden How We Work programmieren, also die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, würden wir programmieren. Und Alibaba hat sich die Frage gestellt, wenn man schon so viel physischen Raum baut, wie kann denn dieser physische Raum insbesondere auf die Wertschöpfungskette von Alibaba oder auf das Geschäftsmodell einzahlen, also dass jeder räumliche Kontext einen Bezug hat zum Business. Und dann haben die das gemacht. Die haben ein bisschen größer gedacht und ich nenne das immer Domains. Also die Domains sind diese Aktionsfelder, in denen die Arbeit von Alibaba stattfindet. Research, Study, Assembling, Social, Living, Recreation. Und hier fängt es nämlich mal an, mal zu überlegen, auch im Spannungsfeld zu Hause und Office, genau mal zu überlegen, was sind eigentlich die Domains in der eigenen Organisation? Und wir sollten eben nicht Arbeit auf Themen wie Desk-Sharing, Activity-Based Work reduzieren, sondern den Status Quo challengen und einfach mal neu programmieren und sich die Frage stellen, wenn unser Geschäft sich so und so verändert, was sind denn unsere eigenen Domains? Und da spielt es keine Rolle, ob das eine Versicherung ist, ein Pharmakonzern, ein Architekturbüro oder ein Notariat. Ein zweiter. Eine andere Perspektive ist, es wird nicht mehr reichen, nur diese Orte zur Verfügung zu stellen. Eine gute Unternehmerin, ein guter Unternehmer denkt wie ein guter Hotelier und der betrachtet auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als seine Gäste und schafft Programme wie in einem guten Hotel,
die der Lockstoff sind, dass man immer wieder an diesen Ort zurückkehrt. Und diese Programme haben natürlich immer einen Kontext zu der Organisation, ob das dann eher ein Bildungsauftrag ist, ob dann ein kultureller Kontext ist, ob man technologische Sachen veranstaltet, auch ob man Formate macht und dann die Nachbarschaft dazu einlädt. Und so ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn man jetzt mal über das Büro nachdenkt und über den Hauptsitz, den wirklich aufzuladen, im Positiven, und die Dinge zu tun, die in einem hohen Maß auf das Geschäftsmodell einzahlt, auch und eben nicht nur in dieser Corona-Ambulanz bleibt und am Boden Abstandsmarkierungen klebt. Es ist jetzt die Zeit, das wirklich neu zu denken und auf die Zeit vorzubereiten, die, ich denke mal, in 4 oder 5 Monaten beginnt und uns in eine neue Zeit führt, wo wir anders mit dem Virus umgehen. So, jetzt kommen wir zu einem großen Blindfleck. Virtuelle Konnektivität, Virtual Connectivity, was ist das? Wenn wir mal schauen und betrachten, wie Kinder heute im Leben sind, ein Kind unterscheidet jetzt nicht, ob es remote ist oder ob es spielt mit Lego. Ein Kind ist einfach nur da, in seinem Seinzustand, spielt mit Lego und vielleicht hat dieses Lego auch eine Schnittstelle irgendwie ins Internet. Oder Feuerwehr Xam, und dann hat er noch so ein virtuelles Spielprogramm. Für uns war das in etwa so, also für die meisten von uns fing ja dieses Betreten des Remote-Universums so an, wir wurden alle nach Hause geschickt und bekamen jeden Tag eine andere Einladung. Hangout, Google Hangout, Slack, Zoom, Teams. Und man hat sich die Frage gestellt, hört das mal jetzt irgendwann auf? Irgendwann ist doch gut. Ich kannte vor Corona ganze 8 Remote-Work-Tools. Und jetzt passiert Folgendes. Um zu verstehen, wie groß die technologische Dimension eigentlich ist, kann man sich daran orientieren, wie das Volumen von Daten ist, was weltweit produziert wird, was wir abspeichern, bearbeiten oder lagern. Und hier seht ihr mal von Statista eine Folie, die mal die Entwicklung zeigt bis 2020. Und viele Leute glauben ja, wir sind jetzt angekommen. Und ich glaube, wir klopfen gerade erst an der Türe an, weil, wenn wir eins weitergehen, dann sehen wir, dass sich das Volumen an Daten in weniger wie 5 Jahren verdreifachen wird. Nur mal so eine Kenngröße. Die Geschwindigkeit von der künstlichen Intelligenz und ihrer Entwicklung ist aktuell, dass sie sich verfünffacht in einem Jahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass jetzt unterschiedliche Technologien einen unterschiedlichen Reifegrad haben. Und jetzt passiert Folgendes. Mit diesen Möglichkeiten der Technologien vergrößert sich natürlich der Werkzeugkasten der Remote Work Tools. Ihr seht hier einen Chart, wo 65 Startups ihre Produkte zeigen. Mit den einen oder anderen habt ihr jetzt schon gearbeitet. Und diese Produkte sind der Werkzeugkasten von morgen. Als Schreiner hatte ich immer so Standardwerkzeuge, Säge, Hammer, Schraubenzieher, Zange. Und jetzt ist das Gefühl so, du machst den Schrank auf den Spind und das Werkzeug fällt dir entgegen. Als ich das gesehen habe, habe ich mit einer Studentin mit der Merit einen Report gemacht zum Thema Mapping the Remote Universe. Weil wir wollten wissen, wie groß ist das eigentlich? Wir haben über 700 Remote Work Tools gefunden. Aber überlegt euch das mal, über 700 Stück. Auch den Report werde ich mit dem Schauraumteam teilen. Und die Frage wäre jetzt hier, warum sind diese Tools eigentlich so wirksam? Oder warum konnten die so schnell in unser Leben kommen? Und jetzt dazu die Erklärung. Die meisten dieser Tools sind synchrone Tools. Bedeutet, Menschen können ähnlich wie vorher bei dem Video von Bjarke und Owen Studio, Menschen können losgelöst von wo sie sind, zeitgleich an einem Text, an einem digitalen Zwilling oder an einem Softwarecode schreiben. Und das hat es vorher so nie gegeben. E-Mail ist Ping-Pong. Ein Büro ist auch asynchron. Ja? Also E-Mail ist asynchron und ein altes Büro ist auch asynchron, weil es halt oft diese Gangsituation gab und rechts und links waren die Büros. Und jetzt möchte ich euch mit dem nächsten Video eine Software zeigen, die Microsoft im März vorgestellt hat. Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together.
Hey, Mario, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this net. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. Okay. Was habt ihr da gesehen? Ihr kennt vielleicht alle die HoloLens von Microsoft und viele haben die schon totgesagt, aber was wir oft auch haben bei Technologien, wir haben keine Geduld. Technologien muss man immer wieder abwarten, wann das Timing gut ist. Hier ist eins passiert, Microsoft hat die HoloLens kombiniert mit Microsoft Kinect, mit der Gestensteuerung, mit Elementen der Xbox und schafft hier das erste Mal so eine Art Teleportation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man ähnlich wie bei dem Video, was ich vorhin gezeigt habe, Kontexte gemeinsam betrachten kann, dass es gar keinen Bruch mehr gibt an Informationen, weil uns Menschen vor allen Dingen eins fehlt, das ist das plastische Vorstellungsvermögen, was wir nicht haben. Und in einer Welt, die komplexer wird, hilft es nicht, Komplexität zu reduzieren. Und auf einmal kommt sowas dann dahin, wo du bist. Also die virtuelle Welt kommt in die physische oder die physische kommt wiederum in eine virtuelle Welt rein. Das bedeutet aber auch, dass wir keinerlei Einschränkungen mehr haben, mit wem wir zusammenarbeiten können. Es wird Beschäftigungsverhältnisse komplett ändern, weil es natürlich eine viel größere Kraft hat, wie jetzt ein Zoom-Meeting oder wenn man sich ein YouTube-Video anschaut, wenn neben dir einer steht und dir dann nochmal die Dinge und den Sachverhalt erklärt. Kommen wir zu meinem letzten Thema. Das ist das Thema Permanent Peter. Und das ist auch in diesem Spannungsfeld der Arbeit. Und es ist gut, das zu verstehen, weil man dann sich nochmal viel besser sortieren kann, einmal in seinen physischen Interaktionen, wo die stattfinden, in den virtuellen. Die Welt, die vor uns liegt, ist in so einer Ambidextrie. Was heißt das? Auf der einen Seite machen Firmen das schon immer, was sie immer gemacht haben, verdienen damit gutes Geld. Das nennt man Exploitation. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, genau das Gegenteil von dem zu tun, was man vorher gemacht hat. Auf der einen Seite könnte man sagen, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Rügenwalder Mühle, also der die Wurst gemacht hat, die Teewurst, der macht auf einmal ist der Marktführer bei Fleischersatzprodukten. Und diese Ambidextrie, was die natürlich erfordert, eine ganz andere Art des How We Work, aber auch eine ganz andere Art des räumlichen Settings. Und das wiederum bringt uns in eine neue Sprache der Arbeit. Also es reicht eben nicht mehr aus, dass man nur über den Ort nachdenkt, sondern auch über das, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und neben Software, Tools wie SAP oder Microsoft, ist ein Teil der Sprache Business Design Methoden. Business Design Methoden sind etwas wie die neue Grammatik oder eine andere Phonetik. Also man ist quasi bilingual. Man hat so die alten Business Methoden, also wenn es die überhaupt gab, und dann hat man jetzt neue Business Methoden. Das Zweite, was wir dazu brauchen, ist zu verstehen, wie wichtig es eigentlich ist, das Silo oder das Reagenzglas, das Individuelle, in dem man drinsteckt, zu verlassen. In der alten Welt war es so, du warst konditioniert auf deine Kolleginnen und Kollegen, du konntest nur genauso klug sein wie der Klügste deiner Kolleginnen und Kollegen und das reicht nicht mehr aus. Weil die nächste Stufe ist mit Interaktion, mit jeder Interaktion, die wir mit Menschen haben, die nicht aus unserem beruflichen Umfeld kommen und nicht aus der eigenen Organisation, haben wir dieses Thema Social Learning. Und Lernen wird zu einer sehr starken Währung, wenn nicht zur stärksten Währung, die zur Loyalität führt, in dem vor uns liegenden Jahrzehnt. Weil die Menschen auf der einen Seite die Unsicherheit durch Corona erfahren haben und zeitgleich natürlich irgendwo Halt suchen. Und Halt bedeutet, mit Unsicherheit umzugehen. Und mit Unsicherheit umzugehen bedeutet auch, sich zu entwickeln und seine Potenziale zu entfalten, bereit zu sein. Und das wiederum braucht eine andere Arbeitsarchitektur. Diese Arbeitsarchitektur, und auch das ist interessant, hier merkt man schon, hier wird das Homeoffice ein Handicap haben, die muss universell sein. Was ist ein universeller Raum? Ein universeller Raum ist zum Beispiel, eine Universität, und hier ist es meine Lieblingsuni, das Media Lab am MIT in Boston von Marky Architects. Und das Wunderbare ist hier, die blaue Nummer 8 links ist das Atrium rechts. Und dieses große Atrium hat eine Besonderheit, wenn man da drin steht, und man dreht sich rum, so 360 Grad, hat man visuell Zugang zu in etwa 20 unterschiedlichen Labs. Und man sieht unterschiedliche Versuchsaufbauten, unterschiedliche Menschen. Man sieht unterschiedliche Hardware. Und das wiederum macht im Kopf diese Exploration. In der Wirklichkeit ist diese Idee mittlerweile auch angekommen. Was ihr hier seht, ist die Arena 2036 in Stuttgart. Ein Multi-Shop-Floor, wo Unternehmen in unterschiedlichen Reifegraden, also
etablierte deutsche DAX-Unternehmen, Automobilhersteller arbeiten hier Hand in Hand oder in Nachbarschaft zu Startups, zu Entrepreneuren. Und hier aber auch mit dieser Frage, das Beta-Wesen des anderen zu entdecken, weil was ich natürlich hier, das ist total synchron. Man hat halt aus den Galerien, aber auch aus der Fläche sofort die Sicht und kann natürlich viel schneller in eine Interaktion gehen. Und was bedeutet das dann fürs Büro? Unsere Kollegen in London ziehen demnächst um und sind in einer Übergangsfläche und kamen irgendwann auf die Idee, dieses GIFT zu machen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, die Bilder von PwC, von Vitra, mit diesem animierten GIF von dem PwC Experience Center. Das ist schon von 2018 installiert worden. Aber die Geschichte geht weiter. Wir kennen alle diese agilen Arbeitsräume. Und ich würde gar nicht das Wort jetzt überstrapazieren, aber was man eigentlich feststellt, wenn man mal einen Raum betrachtet wie eine Turnhalle und gedanklich einfach dieses Tor öffnet und sich die Produkte nimmt, dann stellt man fest, wie viel Potenzial eigentlich Raum hat, wenn die Akteure, die damit verbundenen Möbel, eine so einfache semantische Sprache, also eine Körpersprache haben, die sofort den Nutzer dazu führt, damit etwas zu tun. Und wir sind davon überzeugt, dass genau diese Beweglichkeit in unser Leben reinkommen wird. Und das sind natürlich Räume, die zukünftig den Unterschied machen und wo du sagst, dafür gehst du auch, das machst du nicht zu Hause, dafür machst du die Interaktion mit Kollegen, Kollegen, die Kollaboration oder die Cross-Innovation. Warum ist das Beta-Momentum so stark? Weil das Jahrzehnt vor uns ein Jahrzehnt ist, was wir über Iterationen, über Experiment entdecken müssen, weil es geprägt ist von Veränderungen und von Modifikationen und auch von Optimierung. Was habe ich gelernt? Es geht um geistige Beweglichkeit. Ich hatte vorhin gesagt, und der Satz ist nicht von mir, der ist vom Präsidenten der OECD, der gesagt hat, dass der Status quo nicht unser Status quo sein kann, weil der uns eben dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und dass es geht, die Dinge zu hinterfragen. Und ich möchte aufhören mit dem Beispiel hier nochmal von Jean Nouvel, was für mich eigentlich, ich will nicht sagen, dass das die Antwort ist, aber wenn man das mal googelt, das Projekt, dann sieht man eigentlich, wie vielfältig Raum sein kann, wie universell Raum sein kann, aber wie Raum trotzdem den Code, den wir von einem Quartier in einem menschlichen Maßstab in uns tragen, widerspiegeln kann. Hier auch, ihr erinnert euch bei Alibaba an diese Domains, hier mal beschrieben, was da eigentlich überall wo stattfindet. Und denk mal an Stadtquartiere, die jüngst entstanden sind. Da sind einige dabei, die eben eins tun, auf das Leben mit einer Pandemie, auf das Leben in dem Kontext eines Coronavirus keine Antwort geben. Wir haben es wirklich geschafft, in der Vergangenheit auch im Bereich des Städtebaus den Menschen Räume zu übergeben, wo man sagt, was haben die Menschen eigentlich der Stadt angetan oder in dem Raum angetan, dass sie da arbeiten müssen. Und es liegt jetzt an uns, was wir daraus machen. Ich bin jetzt mit meinen Ausführungen fertig. Ich hoffe, das war einiges für euch dabei. Denkt immer dran, Zooming in, Zooming out. Macht diese Übung mal für euch selber mit den Signalen. Versucht zu verstehen, was könnten die Domains eurer eigenen Organisation sein. Und ich fühle mich persönlich privilegiert, in dieser Zeit zu wohnen, weil ich mir am Ende meiner Erwerbsbiografie nicht habe vorstellen können, nochmal so von vorne anzufangen. Und das finde ich ziemlich stark. Schönen Dank. Ja, herzlichen Dank, Raphael. Wie immer, deine geballte Ladung von Informationen. Ich möchte dich noch nicht ganz loslassen und dir noch ein paar Fragen stellen. Auch es gibt ja die Möglichkeit, uns während den Vorträgen da Fragen zu stellen. Eine zum Anzufangen wäre gewesen, du hast gesagt, die Städte sind eigentlich die Gewinner in der Weltentwicklung.
Was passiert dann mit dem Land? Ich glaube, momentan sitzt du ja gerade in der Pampa. Aber das kann es ja auch nicht nur sein, oder? Dass das nur ein Rückzugsort ist. Was macht wirklich das Land? Was wird dort geschehen? Und wie können die da an der Welt teilnehmen? Ja, es gibt so einen schönen Satz, den hat mir einer gesagt, den Arsch der Welt, den gibt es nicht mehr seit Corona, vorausgesetzt, man hat eine Internetleitung. Also, meine Ausführung auch, dass der urbane Raum ein Gewinner sein wird, hat damit zu tun, dass du dort einfach diese Dichte an Menschen hast und Möglichkeiten, dein Büro in diesem gesamten Ökosystem oder Arbeit, dass es in diesem gesamten Ökosystem einer Stadt stattfinden kann, die darüber hinaus noch stark kulturelle und gesellschaftliche Angebote hat. So. Das Landmodell ist natürlich ein ganz anderes Modell. Das Land verliert nicht deswegen. Jetzt kommt aber ein kleiner Absatz dazu. Vorausgesetzt, dass der nächste Autobahnanschluss, Bahnhof, auch eine Art Konnektivität hat. So, also da, wo ich jetzt wohne, da bin ich halt, nächster Flughafen eine Stunde, nächster Bahnhof irgendwie 20 Minuten, nächste Stadt, Regensburg, auch gefühlte 20 Minuten. Und so funktioniert das natürlich ganz gut. Und was auch auf dem Land gerade passiert, dass ja findige Bürgermeister eben die Dörfer nicht mehr so als Schlafdörfer haben möchten, sondern vor Ort auch Angebote anbieten wie Coworking, die Community des Dorfes im Dorf zu halten, dass man nicht so viel pendeln muss. Und wir werden hier auch neue Angebote entdecken. Und am Ende ist es eine Lebenseinstellung. Ja? Und jetzt, es gibt auch eine große Möglichkeit, seinen Platz zu finden, wenn das denn alles nicht so teuer wäre. Ja. Gerade eine Anschlussfrage. Du hast ja dieses Jean Nouvelles Schönville da gezeigt in Paris. Wir sehen oder haben das Bild zuletzt gesehen. Da sind 6.000 Menschen. Das ist ja ein Ökosystem in sich. Kann das eben 20 Minuten von Regensburg und eine Stunde vom Flughafen X stehen? Warum braucht es dann überhaupt noch die Stadt? Was ist auch in deinem Sinne die ideale Größe? Ist das eine Welt, wo du alles bekommst? So hast du es beschrieben. Und muss das in einer Stadt sein? Und könnten wir solche Zentren bauen und eigentlich auch offshore gehen? Wow, das ist eine große Frage. Ich bin ja einer, der ja immer gerne so im Gedankenmodell denkt, was ist die größtmögliche Spreizung? Die Architekten kennen sehr wahrscheinlich Liam Young und kennen seine Utopie, dass alle Menschen der Welt in einer Stadt leben. Also alle Menschen der Welt leben in einer Stadt. Und das sind Häuser, die sind animiert, die sind so weit wie das Auge reicht hoch. Gibt es ein tolles Video zu, findet man, wenn man googelt, und auch einen Talk zu. Und der Rest der Welt, den erobert, da ist die Natur das Raubtier. Also die Natur erobert dann diese alten, leeren Städte zurück. So. Also das ist die maximale Idee einer Verortung für Menschen. Und da steckt natürlich eine andere Botschaft drin. Und die Botschaft ist, der Ressourcenverbrauch und auch die Verdichtung, die ja durchaus auch in der Schweiz ein Thema ist. Und ich glaube, die Debatte muss man anders führen. Die Debatte wird man sehr wahrscheinlich nicht führen können, ob man das dann braucht oder nicht. Wir betreten eine Welt, in der die Extremen nebeneinander existieren werden, so extrem, wie wir es in der Vergangenheit nicht gekannt haben, und wo Veränderungen, nimmt man mal das Thema der Klimakrise, eigentlich zu veränderten Wohn- und Lebensmodellen führen. Das passiert nicht in einer Generation, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es braucht genau solche Beispiele, damit dieser Diskurs ausgelöst wird. Und man sollte, also ich empfehle jedem, die Offenheit zu haben, in mehreren Wahrheiten zu denken. Mir fällt das leicht. Ich habe eine spanische Mutter, ich habe einen deutschen Vater. Da gab es nie eine Wahrheit. Das merkt man als Kind nicht, das merkt man später, wenn man älter ist, wie man dann konditioniert wurde. Und wenn man in zwei oder drei Wahrheiten denken kann, also Wahrheit nicht im Sinne des Rechthabens, sondern im Sinne der Möglichkeiten, dann kann man über diese Facetten
Dinge besser betrachten, dann für sich eine Entscheidung treffen. Dann eine weitere Sache, du hast ja dieses Toyota City gezeigt. So wie ich verstanden habe, mit diesen 14 verschiedenen Bereichen, wo die investieren, das erinnert mich ein bisschen an General Electric in den 50er und 60er Jahren, wo der Kühlschrank und das Auto und alles von denen kam. Wollen das die Menschen eigentlich überhaupt? Und will man eben diesen großen Unternehmen wie Apple und eben Toyota und so weiter wirklich das alles in die Hand geben? Was denkst du darüber? Mhm. Ja, schöner Punkt. Oft kommen auch hier Vergleiche von den russischen Forscherstätten, die ja uns viele Jahre also gar nicht bekannt waren, die ja auch so aufgebaut waren, dass man die besten Forscher an eine Stelle allokierte und ihnen alle Möglichkeiten gab. Wollen wir das? Auch hierzu gibt es von mir eine Perspektive, die da heißt, die Politik alleine oder die Verwaltung wird es nicht schaffen, die Herausforderungen, die vor der Menschheit liegen, zu lösen. Wir brauchen eine starke Wirtschaft und eine starke Wirtschaft, und davon bin ich uns überzeugt, wird genau diese Antworten liefern, nach denen wir gerade suchen. Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen, von denen du gerade gesprochen hast, oder gerade diese Unternehmen mit die ersten sein werden, die Circular Companies werden. Und das noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts. Und das ist mal was, eine Maßstabsebene, wenn ein Milliardenunternehmen Circular, also wenn man jetzt sagen wird, Apple wird Circular, einfach mal auf die Apple-Seite gehen, mal schauen, was die da anbieten wollen. Dass genau diese Unternehmen am Ende den geringsten Fußabdruck haben werden im Bereich, also Food and Handprint, und Planet Centricity-Ideen implementieren in ihrem eigenen Tun. Davon bin ich überzeugt, weil die sich das gar nicht anders leisten können. Das andere ist natürlich, wie weit du das Trikot deines Arbeitgebers oder der quasi eine ganze Region prägt, anziehen willst. Die Frage, die das ist auch wieder was sehr Persönliches. Und da haben wir zum Glück eine große Auswahl in Europa. Besten Dank. Ich glaube, ich komme zur letzten Frage. Okay. Du hast jetzt viel mit Beispielen aus der großen Welt, weil du die eben auch kennst, gebracht, von großen Unternehmen, von innovativen Architekturen. Aber die durchschnittlichen KMUs in der Schweiz, in Deutschland, in den USA und wo auch immer, haben wir ein Problem oder haben wir keins? Werden die Leute zurückkehren? Du hast gesagt, was man für Ingredients braucht in den Office Buildings und in den Arbeitsstätten, in den Schulen, in den Universitäten, in den Spitälern. Aber schaffen wir das wirklich auch auf einer breiten Linie, die Mitarbeiter zurückzuholen ins Büro, in die Arbeitsstätten? Wie, wann und kommen die wirklich zurück? Oder haben wir da nicht doch ein bisschen ein größeres Problem, als jetzt das den Anschein macht, wenn man dir diese Stunde zugehört hat? Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Und die Herausforderung haben alle Firmen, die großen und die kleinen. Und jetzt nochmal so zum Ende, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss jetzt von der Session, die wir jetzt haben. Habt mal dieses eine Bild vor Augen, das, wo ich verglichen habe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht wie der Hund, die sind eher wie die Katze. Ja, die sind sehr selbstbestimmt. Und darüber sollten wir einfach Klarheit haben. Das ist das eine, die Selbst. Und man sollte auch dieses Selbstbestimmte, sofern das angefordert wird, den Leuten lassen. Was aber auch wichtig ist, und wir betreten ja ein Zeitalter, wo alle Geschäftsmodelle in einer Geschäftstransformation sind. Diese Geschäftstransformationen sind nicht verhandelbar. Eine gute Unternehmerin und ein guter Unternehmer, und da spreche ich einfach auch bei Vitra von der Nora Fehlbaum, schafft es, genau diese Geschäftstransformation in die Köpfe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. Nora Fehlbaum spricht alle 2 Wochen zu uns. Und also nicht nur sie, sondern auch andere Kollegen, die an dieser Transformation mitarbeiten und bestimmte Schlüsselaktivitäten machen. Und diese Vermittlung hilft
jedem Einzelnen, egal welche Rolle er hat, darüber nochmal nachzudenken und auch seine Rolle im Unternehmen zu finden. Und aus diesem Bild dann herauszufinden, welche Rolle man im Unternehmen hat, entsteht natürlich nochmal ein ganz anderer Bezug. Ich will nicht sagen, wann es erforderlich ist, sondern wo du einfach sagst, hey, das sind die Tage, dann fährst du deswegen auch ins Büro. Losgelöst von der anderen Fürsorge, die man hat, ob das die Kantine ist, ob das der soziale Kit ist, ob das ein Boss ist, der, also bei mir jetzt in meinem Fall, der Zugehörigkeit, der es verstanden hat, in einem sehr heterogenen Team Zugehörigkeit so zu etablieren, dass man sich immer freut, wenn man sich wieder sieht und vielleicht das noch ganz anders macht wie damals. Und das ist jetzt ein Experiment. Das ist jetzt nicht in 6 Monaten vorbei. Wir müssen uns neu kennenlernen, wir müssen uns neu finden und wir werden uns verabreden, wenn wir in die Arbeit gehen. Ja, herzlichen Dank für deine Ausführung, Raphael Gilgen. Ich finde es natürlich toll, dass die Vitra eben einen Trendscout auch engagiert und dass ihr so offen mit euren Erkenntnissen umgeht, eure Research shared. Das freut mich immer sehr und bin immer stolz, in Basel sagen zu können, dass wir dieses tolle Unternehmen hier haben. Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei Max Spielmann und dem digitalen Regisseur Martin Schaffner von der HGK und Hyperwerk, welche hier natürlich die Technik machen und die auch den nächsten Anlass jetzt hier vorgeschlagen haben und der noch nicht im Programm ist, nämlich den 13.10. mit Andreas Weber, einem Biologen und Philosophen aus Berlin. Sein Vortrag wird heißen «Dem Leben Raum schaffen, das Virus als ökologischer Existenzstifter». Es geht dann um die Frage, wie wir das Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen in Zukunft gestalten müssen, um zukünftige Pandemien möglichst zu verhindern oder ihre Konsequenzen zu reduzieren. Am 13.10. wieder im gleichen Format. Am 27. geht es dann weiter mit David Callas, einem Architekt und Mitbegründer des Studio Callas in Wien, mit Learning from Quarantine, Lehren aus der Quarantäne ziehen. Mehr findet ihr immer auch auf www.schauraum.b. Wenn ihr euch dort einschreibt, werdet ihr auch für zukünftige Veranstaltungen eingeschrieben. Wenn ihr das sehr interessant fandet, könnt ihr das auch weiterleiten und nachschauen auf YouTube. Sämtliche unserer Veranstaltungen sind dort archiviert. Und last but not least auch nochmal herzlichen Dank unseren beiden Sponsoren und Unterstützern Office Gerd Voigt und die Christoph Merian Stiftung. Ich wünsche allen einen schönen Abend und nochmal danke dir, Raphael, und auch Max und Martin. Schönen Abend. Bleibt gesund. Ciao. Auf bald. Tschüss. Ciao. Ciao.